Herzlich willkommen zur Märzausgabe von Forum TV, dem Wirtschaftsmagazin aus Ostbrandenburg. Erdig, kraftvoll, im Eichenfass gereift. Das ist der preußische Whisky. Er kommt aus der Uckermark und wird von einer Frau destilliert. Cornelia Bohn ist Whiskybrennerin aus Leidenschaft. 8 Stunden am Tag, 40 Stunden in der Woche. Cornelia Bohn ist Pharmazieingenieurin und arbeitet in einer Apotheke in Gramzow in der Uckermark. Ihrer wahren Berufung widmet sie sich allerdings erst nach Feierabend, dem Whiskybrennen. In einem umgebauten Pferdestall im kleinen Dorf Schönermark hat sich Cornelia Bohn ihren Lebenstraum erfüllt. Oft bis spät in die Nacht steht sie an der Brennanlage und destilliert dort seit 3 Jahren ihren eigenen preußischen Whisky. Die preußische Whisky-Destillerie hat sich als reine Single-Malt-Destillerie gegründet. Das heißt, hier wird nur Whisky hergestellt aus Gerstenmalz. Der ganze Stolz seiner Besitzerin ist die kupferne Brennanlage. Angefertigt wurde sie nach Cornelia Bohns Vorstellungen in Markdorf am Bodensee. Das Herzstück der Brennerei ist also deutsch wie der Whisky und hat einen Wert, für den sich Cornelia Bohn locker hätte ein Eigenheim leisten können. Doch sie investierte lieber in ihre Leidenschaft, die sie vor mehr als 30 Jahren befiel. Meine Leidenschaft für Whisky kam schon recht früh. Mitte der 80er Jahre bei einer Tour nach Bulgarien. Da habe ich zum ersten Mal einen Schluck Whisky probieren dürfen. Es folgten Reisen nach Schottland. Sie schaute anderen Brennern über die Schulter, bis ihr Entschluss feststand. Irgendwann war dann für mich klar, ich brenne selbst und stelle meinen eigenen Whisky her. Gesagt, getan. Für die Herstellung der Spirituose verwendet die Uckermärkerin Röstmalze und über Buchenholz geräucherte Malzsorten in Bioqualität. Das zusammen gibt ein Aroma, was an dunkle Schokolade erinnert, welches auch nussartige Aromen hat. Es hat auch leichte fruchtige Töne, erdige Töne. Das geschrotete Malz wird im Bottich eingemeischt, dann verwandelt Hefe das Gemisch in Alkohol. Nach der Destillation wird die klare Flüssigkeit in Kupferkannen aufgefangen. Dabei probiert Cornelia Bohn immer wieder genüsslich, bevor der edle Tropfen ins Fass kommt, wo er mindestens 3 Jahre ruhen muss, bis er seinen typisch erdigen Geschmack entwickelt hat. Durch das Holz der Fässer verfärbt sich die klare Flüssigkeit zudem goldbraun. 12. Dezember 2012. An diesem glücksverheißenden Datum erfüllte sich für Cornelia Bohn ihr Lebenstraum. Sie füllte die erste Flasche ihres selbstgebrannten preußischen Whiskys ab. Die Charge sei schon komplett an Händler und Gastronomen verkauft. Ein gutes Zeichen will die Uckermärkerin doch irgendwann den Apothekerkittel an den Nagel hängen und ihre Passion zum Hauptberuf machen. Nach einem verhaltenen Start ins Jahr rechnen Brandenburger Unternehmen für das zweite Halbjahr mit einem beschleunigten Wachstum. Die Konjunktur entwickelt sich nach Angaben der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg stabil. Mit Investitionen und Einstellungen halten sich die Firmen allerdings noch zurück. Neuer Präsident der Wirtschaftsjunioren Ostbrandenburg ist Michael Pur von Radio 99.3. Zur Vizepräsidentin wurde Jana Slotke gewählt. Yvonne Zinke wird weiter als Schatzmeisterin tätig sein. Die Geschäftsführung hat Guido Noack, Referent der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg, übernommen. Er folgt Michael Völker nach, der für seine gute Arbeit ausgezeichnet wurde. Zu einer lebendigen Innenstadt gehören viele kleine Läden. Die können aber nur überleben, wenn die Mieten bezahlbar sind. Forum TV hat sich in Beeskow und Strausberg umgeschaut und Händler befragt. Aushängeschilder für eine Stadt sind sie nicht. Gähnend leere Schaufenster. Viele Kleinstädte in Ostbrandenburg haben mit Leerstand von Gewerbeflächen zu kämpfen. So auch Beeskow. Zum Job der Altstadtmanagerin Kerstin Müller gehört es, diesem Leerstand entgegenzuwirken. Als ein Lokal direkt am Markt freigezogen wurde, das der kommunalen Wohnungsgesellschaft gehört, konnte eine Blumenhändlerin vom Umzug aus einer Randlage ins Zentrum überzeugt werden. Wir waren dort in dem anderen Geschäft 13 Jahre und haben dann eben nach neuen Räumlichkeiten gesucht und ein ideales Objekt hier in der Stadt gefunden, auf dem Markt auch, und in Zusammenarbeit mit der Stadt dann die Möglichkeit geschaffen, dass man sich das auch leisten kann. Mit der Miete, die Silvia Farchim zahlen muss, ist sie zufrieden.
die Miete in meinem Fall ist auch so, die ist an den Umsatz auch gekoppelt. Also das heißt, wir haben eine Grundmiete und sollte sich das in den nächsten Jahren verbessern, soll ja auch derjenige was davon haben, der das vermietet hat. Die Mieten für Büro- und Ladenflächen in der Kleinstadt liegen zwischen 4 und 10 Euro. Besko lebt vom kleinen Einzelhandel. Rund 95% der Besucher kommen zum Einkaufen in die Stadt. Zurzeit ist es so, dass wir 70 Einzelhändler in der Stadt haben. Davon sind 5 Läden leer, also wir liegen unter 10%. Und der ist auch teilweise sanierungsbedingt und auch teilweise gibt es Mieter oder Vermieter, die nicht vermieten wollen. Beskos Problem ist die schwindende Bevölkerung. Lebten vor 5 Jahren noch rund 8.200 Menschen in der Stadt, sind es heute weniger als 8.000. Damit Sie als Käufer nicht abwandern, lassen sich Kommune und Händler gemeinsam etwas einfallen. Ein Logo für eine Lokalmarke soll geschaffen werden. Händler wie Viola Mruck, die ein Geschenke- und Tabakwarenladen etwas abseits des eigentlichen Zentrums betreibt, sind immer auf der Suche nach Vermarktungsideen. Die Leute wollen unterhalten werden. Das kann man eben, indem man mal rausgeht, dass man sagt, Stadtfest, ich bleibe nicht im Geschäft, ich gehe eben mal mit auf den Markt. Solche Dinge. Und dadurch kann ich mein Sortiment hervorheben, herausheben, Verkostungen machen. Gute Ideen zur Selbstvermarktung, die sind auch im Berliner Speckgürtel gefragt. Leerstand fällt in der Strausberger Einkaufsmeile der großen Straße allerdings kaum ins Auge. Ich glaube, dass wir im Moment relativ wenig Leerstand haben. Es gibt natürlich immer Entwicklungen, wo also auch mal Geschäftsinhaber wechseln. Es gab schon mal mehr Leerstand. Wir sind dabei, auch über den Gewerbeverein damit zu unterstützen und den Leerstand abzubauen. Wer in Strausbergs Innenstadt ein Geschäft mieten möchte, muss mit 5 bis 15 Euro für den Quadratmeter rechnen. Thomas Frenzel betreibt sein Optikergeschäft seit 1990 in Strausberg im eigenen Haus. Es lässt sich hier schon gut leben und überleben, aber es ist natürlich auch die Berlin-Nähe zu spüren. Es ist ein großer Wettbewerb hier bei uns auch in einer Stadt, eben weil Berlin schnell erreichbar ist. Aber es gibt auch die Möglichkeiten, hier in Strausberg gut und vernünftig einzukaufen. Frenzel hofft darauf, dass die Einkaufsmeile durch ein neues Altstadtcenter bald attraktiver wird. Auch ein City-Management könnte nicht schaden. Was das bewirken kann, das können sich die Strausberger in Besko anschauen. Im März erscheint der neue Gewerbemietspiegel für Ostbrandenburg. Mehr dazu wollen wir jetzt von Lothar Neef wissen. Er ist Vorsitzender des IHK-Sachverständigenausschusses. Guten Tag, Herr Neef. Guten Tag. Wie schätzen Sie denn die Entwicklung des Gewerbemietspiegels in den vergangenen Jahren ein? Wir können feststellen, dass sich das Marktverhalten relativ ruhig gestaltet. Im Berlin-nahen Raum ziehen die Mieten weiter leicht an, während im Berlin-Fernraum die Mieten sinken. Speziell hier in Angermünde und Schwedt konnten wir ein Nachlassen der Mieten feststellen, während eben in Fürstenwalde, Strausberg die Mieten leicht anziehen. Neu ist es, dass wir zum Beispiel die Mieten mit Spiel erweitern konnten. So ist jetzt neu aufgenommen Bernau, Neuenhagen. Und wie sieht das jetzt speziell bei Ladenlokalen aus? In Ladenlokalen ist der gleiche Trend feststellbar. Wir haben aber hier das Problem, dass in vielen Städten doch ein großer Leerstand ist. Und dieser Leerstand kann nicht alleine durch niedrige Mieten abgesenkt werden. Hier spielen viele Faktoren eine Rolle, die eben sicherlich gemeinschaftlich von Gemeinden und den Mietern und Vermietern gelöst werden müssen. Und wie kommt so ein Mietspiegel jetzt zustande? Den Mietspiegel arbeiten wir seit Jahren in Gemeinschaft mit den Vermietern, indem wir eine umfangreiche Abfrage starten. Wir beziehen da die Gemeinden und auch die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte mit ein, verdichten diese Daten und konzentrieren dann die Aussage auf diese marktbestimmten Werte, dass wir also die Extremwerte nicht mit abbilden. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Neef. Das Schlaubetal lohnt einen Besuch. Nicht nur der weitreichen Gegend wegen. Auch kulinarisch hat die Region etwas zu bieten. Den Schlaubetal-Teller. Wir zeigen, was in diesem Jahr aufgetischt wird. Es liegt noch ein wenig verlassen. Das Wanderparadies Schlaubetal. Mit seinen alten Mühlen, den schön herausgeputzten Gutshäusern. Hinter solchen Mauern wird jetzt schon alles startklar gemacht für die neue Tourismussaison. Koch Dietmar Knippert brutzelt in der Gaststätte im Bomsdorfer Schloss am neuen Schlaubetal-Teller. Die Bomsdorfer Spezialität in diesem Jahr? Rinderzunge in Meerrettichsoße mit Kartoffeln, Gemüse und einem Dessert. Also wir machen jetzt das zweite Mal beim Schlaubetal-Teller mit. Und wir haben uns für die Zunge mit
Spreewälder Meerrettichsoße entschieden, dadurch, dass die Nachfrage der Gäste da war. Also wir haben das bei Familienfeiern oder so gesehen, dass die Nachfrage nach Zunge da ist. Und dann haben wir einfach gedacht, sowas gab es bei dem Schlaubetal-Teller nicht unbedingt bis jetzt so. Und wir versuchen es einfach mal. Die Rinderzungen hat Katrin Schwarz ganz frisch eingekauft, gleich um die Ecke. In der Landfleischerei Wellmitz, die zur Agrargenossenschaft Neuzelle gehört. Verarbeitet werden Tiere aus den eigenen Ställen. Der Rinderbraten stammt von Salas-Rindern, einer alten französischen Rasse. Also wir verkaufen unsere Produkte bis nach Berlin, Frankfurt-Oder, Beeskow, Storkow, an Gaststätten, Kindereinrichtungen, Kindergärten, Schulküchen, aber auch Gastronomie und einzelne Verkaufsstellen. Zum Beispiel Nah & Gut ist eine Kette von Edeka in Berlin, die für uns Fleisch und Wurst bekommt. Die Fleischerei ist einer der Partner der Marke Schlaubetal-Teller. Vor 12 Jahren wurde der erste dieser Teller aufgetischt. 26 Restaurants beteiligen sich in diesem Jahr an der Aktion, die regionale Produkte vermarkten und den Namen der Region bekannter machen will. Walter Taschner ist von Anfang an dabei. Wir waren, haben zusammengesessen bei uns in der Gaststätte, also Leute von der damals oder von der Naturverwaltung Schlaubetal, und haben darüber geredet, dass wir doch irgendwie unsere Gegend, also das Schlaubetal, bekannter machen sollten. Und da ist die eine oder andere Idee dann gekommen und wir haben dann gesagt, na, also wir machen so einen Schlaubeteller, also einen einheitlichen Preis. Im Kaminzimmer der Bomsdorfer Schlossgaststätte durften die beteiligten Gastronomen und Touristiker zum Saisonstart die hiesige Kreation verkosten. Es hat mir sehr gut geschmeckt. Also ich denke, da kann man der Küche ein Kompliment sagen und ja, ist gut gewählt, gut gekocht und hoffen wir, dass für alle ein guter Schlaubetal-Teller wird. Der Schlaubetal-Teller wird in allen beteiligten Restaurants für 15 Euro inklusive eines Getränks angeboten. Der Preis ist gestiegen, bisher gab es ihn für 10 Euro. Erstens die allgemeine Teuerungsrate, irgendwann mussten wir einen Schnitt machen und den Preis erhöhen. Zweitens, wir wollten dadurch, dass wir die Qualität noch steigern können, eventuell Vor- oder Nachspeise mit anbieten und vor allem weiter die Regionalität behalten und hochwertige Produkte anbieten. Und deswegen haben wir uns gezwungen gesehen, einfach mal die Preise zu erhöhen. Dafür haben wir mit Sicherheit auch die nächsten 7-8 Jahre Preisstabilität. Besucher sollen das Schlaubetal aber nicht nur kulinarisch erleben. Der neue Flyer gibt auch Ausflugstipps. In Bomsdorf lohnt sich zum Beispiel ein Spaziergang durch den weitläufigen Schlosspark mit seinen 6 Teichen. Im Moment ist es für ausgedehnte Spaziergänge vielleicht noch etwas nass. Man kann aber ja schon mal was essen gehen. Das waren die neuesten Wirtschaftsnachrichten aus Ostbrandenburg. Weitere Informationen zu aktuellen Themen finden Sie im Internet unter wirtschaftsmagazin-ostbrandenburg.de, auf motz.de und in der Märkischen Oder-Zeitung.